Unser nächster Gast, meine Damen und Herren, ist eine lebende Legende. Er ist ein Multitalent. Komiker, Komponist, Musiker, Entertainer, Autor, Schauspieler, Regisseur. Aber vor allen Dingen ist er Improvisator, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir jetzt auch keinen Vorstellungsfilm über ihn, sondern wir haben das Phänomen auf der Bühne. Und wir wissen jetzt auch nicht, was uns erwartet. Tatsächlich nicht. Aber hier ist er, meine Damen und Herren, auf der Bühne bei 3 nach 9 live. Helge Schneider! Ja, Helge, das war wie immer sehr interessant, aber was war es denn jetzt genau? Ja, also für mich so ein bisschen Ausgleich, ne? Ich habe Ischias-Nerv eingeklemmt. Oh je, okay. Und da ich den Bass mit dem Fuß spiele, habe ich dann so ein bisschen Ausgleich, das tut ganz gut. Würden wir in den Genuss vielleicht einer ähnlichen Einlage kommen, wenn wir in das neue Programm gingen, Buchse voll? Das vielleicht. Wann startet es? Am 13. Februar in Hamburg. Ja, Hamburg, genau. Ja, mit Sicherheit, ja. Das Stück, vielleicht spielen wir das, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Wir spielen verschiedene Sachen. Also das war jetzt keine Eigenkomposition. Das hieß It Had to Be You. Es sollte du sein. Klingt wie Englisch. Klingt wie Englisch. Naja, das Lied ist bekannt, aber die Frage ist ja immer, wie es zusammengestellt wird. Wir haben vorher mal versucht rauszukriegen, was denn genau so die Programmpunkte in dem neuen Bühnenprogramm sind. Ja. Und da gibt es irgendwie kein richtiges Programm. Genau. Und das ist auch natürlich die Fragestellung. Ich verstehe das auch. Aber ich bin jetzt kein Geheimniskrämer. Aber ich möchte einmal darauf hinweisen, dass meine künstlerische Freiheit unantastbar ist. Ja. Und dass ich ganz klar... Die Antwort ich mache einfach gerne Musik und spiele einfach drauf los. Also jetzt gerade, das haben wir natürlich ein bisschen geübt, aber eigentlich ist es drauf los spielen. Das ist Improvisieren über Harmonien. Das ist kein Free Jazz. Das war jetzt Jazz. Das ist so eine Art auch Lebensgefühl.